Ball war ein wahrer Erdrutschsieg, ja, das ist schön. Wisst ihr was, dann baue ich hier noch eine Kirche mit hin. Vielleicht gehen die unten in eine Kirche, ich habe keine Ahnung. So, die bekommen hier auch noch eine Klinik. Präsidenten zufolge war dies der großartigste und unvergesslichste politische Sieg in Tropicos Geschichte. Wir sind uns sicher, dass der Palast hier nur bescheiden ist. Habe ich hier gar kein Parkdeck? Nee, habe ich nicht. Sollte ich mal hinbauen? Weil ich jetzt nämlich genug habe, werden wir die Verordnung Autos für alle rausgeben. Dann geht das alles schneller. Danke, dass Sie das getan haben, Präsidente. So. Verordnung Autos für alle ist bei Weltkriege. Die Armen beschwert. So, dann können die Leute jetzt nämlich die ganze Zeit hin und her fahren. Alles ist gut. Und damit die Leute auch schnell hin und her fahren können, werden wir jetzt die Schnellstraße auch noch erforschen. Und mit reinnehmen. Mir wurde gest... So, dann ist alles in Ordnung. Die sind noch schneller unterwegs. Auch unsere Transportbüros bringen das jetzt noch alles schneller zum Hafen. Entzückend! Okay, jetzt haben wir 90 Mondurkunden, noch 4 Aufgaben und wir sind durch. Wir speichern mal wieder unter LP01. Dam, 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 dam. Ach, Touristenflugzeug. Sehr schön, hat wieder 16 Touristen mitgenommen. Wir haben keine stinkreichen Touristen bei uns, nur reiche. Was ist hier los? Die Anlegestelle ist Schutt. Kam die Feuerwehr nicht hin, oder wie? So, die steht wieder. Eine Straße rüberziehen. Waffen sind durch. Gut, was könnten wir denn jetzt verkaufen? Zigarren? Verkaufen wir noch. Waffen auch an die EU. Wer möchte denn was von uns haben? Der Mittlere Osten. Gut. Der möchte Öl, Schokolade. Schokolade verkaufe ich auch. Das ist gut. Wir müssten eigentlich noch mehr Gebäude reinigen. Hier bin ich froh, dass wir einigermaßen gegen die Umweltverschmutzung ankämpfen, aber es reicht nicht. Und auch hier nicht. Wie wäre es mit noch einer kleinen Wette zwischen uns? Wir haben doch so viel Spaß, oder nicht? Okay, 200 Obdachlose haben, ist kein Problem. Wir reißen einfach Gebäude ab. So, ein Gebäude noch. Entzückend! Ihr Plan, der Mann im Mond zu werden, verläuft gut. Wollen Sie mehr Besitzurkunden? Um Hauptanteilseigner des Mondes zu werden, müssen wir mehr wetten, oder? Okay. Oder wenn nicht eine Wette, wie wäre es mit einer Herausforderung? Eine, die Sie niemals gewinnen werden. Haha! Wenn Sie Erfolg haben, gebe ich Ihnen die Urkunde für Schrödingers Krater. Es ist ein erstklassiger Standort, auch wenn wir nicht sicher sind, ob er noch existiert oder nicht. Senken Sie die durchschnittliche Freiheitszufriedenheit auf 35, haben Sie die Fraktion mit einem Ruf von höchstens 35. 3 Stück. Oh. Rebellen oder Aufstände? Aufstände. Okay, jetzt baue ich erstmal wieder meine Gebäude auf.
So. Okay, das wird witzig. Aber ich glaube, ich kriege die Fraktionen eher verärgert, als dass sich die Freiheitszufriedenheit senken könnte. Aber das können wir in Ruhe machen. Erhalten Sie die Urkunde für Schrödingers Krater. Schmuck exportieren sind wir noch bei. Schon seit Ewigkeiten. Mondurkunden haben wir jetzt schon 105 von 150. Laut Tropicos Gesundheitsbeauftragtem haben wir kein Auftreten des Ebola-Virus. Allerdings gibt es Berichte über die Entdeckung eines neuen Strangs, der Ebola genannt wird. Während die Kontroverse um Stammzellen wütet, berichten Tropicos Botaniker, dass sie schon immer mit Stammzellen experimentiert haben und mit Blatt- und Blütenzellen ebenfalls. Die scheinen hier alle Ewigkeiten schon zu stehen. Okay, ich glaube, das hat keinen Sinn. Dadurch produzieren die auch nichts. Wir reißen die Busanlage ab. Alle laufen sie los. Oh, und arbeiten mal. Wie schön. Danke. Kann ich lieber ein neues Parkdeck bauen, eine neue Busgarage? So, eine Bushaltestelle hier. Eine Endbushaltestelle. Da. Hoffentlich fahren jetzt auch Busse. Ich sehe nämlich keine. Nee. Es fahren keine Busse. Dann reiße ich die jetzt ab. Exporte Press. Sie sehen heute umwerfend aus, Präsidente. Haben Sie etwas mit Ihrem Haar gemacht? Abreißen. Wir dürfen ja eh alle mit dem Auto fahren, ist ja okay. So, aber nichtsdestotrotz, ich muss mich jetzt um die anderen kümmern. Heißt, wir speichern an dieser Stelle. Unter LP03. Und dann... Ich habe gesehen, dass diese Dinger erhält... Gehen wir zu den Verordnungen über. Wer mag mich denn bisher noch gar nicht von den Fraktionen? Die Umweltschützer, die Intellektuellen und die Kapitalisten. Okay. Diese jungen Leute. Dann bauen wir jetzt ein Gerichtsgebäude. Wo ist das? Da. Dankeschön. Damit erfüllen wir auch gleich unsere Aufgabe. Noch einmal Spiel speichern unter Krieg 3. Und dann geht's los. Oh Mann, Verordnung. Ich muss erstmal alle Verordnungen erforschen. Wir haben 1300 Wissenspunkte. Das ist aber wenig. Wir haben gar kein Forschungslabor, ne? Wie viel Strom haben wir noch? 215. Dann bauen wir jetzt ein Forschungslabor. Raumfahrtprogramm könnten wir auch irgendwann mal bauen. So, bitteschön. Netzwerkbilanz muss weiter gesteigert werden. Solarkraftwerk mit hin. Und hier unten muss ich erstmal wieder einstellen, Tropico zuerst. Sehr gut, sehr gut. Ja, schön. Muss auch gerade mal nachdenken, was brauchen wir noch? Ich gucke mal ganz kurz nach den Plätzen. Wir haben 54 Arbeitslose, gut. Die können jetzt erstmal eine Weile arbeiten. Wir kümmern uns außerdem noch um ein weiteres modernes Apartment.
4 Gebäude können noch Strom einsparen. Unsere Forschungsstation forscht jetzt ordentlich und macht sehr viele Punkte. Sehr gut. Dann, was erforschen wir jetzt? Wir wollten einmal Glocken zu Geschossen. Würde die Religiösen runterhauen. Vermögenssteuer. Wir erforschen einfach mal alles, was irgendwie schlecht klingt. So. Feuer wütet in Tropico. Überall brennt's. Aber wir kriegen alles unter Kontrolle. Wie sieht's hier drüben aus bei euch? Super, ne? Kann ich hier lieber noch eine Mietskaserne hinstellen? Der Palast streitet ab, dem Trinkwasser Chemikalien beigefügt zu haben, um die Bürger gefügiger zu machen. Ruft an und sagt uns eure Meinung, wenn ihr eine habt. Natürlich habt ihr keine. Gut, wir bauen schon mal Uran ab. Obwohl, das könnte auch ein modernes Bergwerk sein. Schützende Sphäre. Verringert Umweltverschmutzung um 10. Und dann bauen wir dazu noch ein Atomkraftwerk. So, und wenn wir dann Uran bekommen, ist alles gut. Brauchen wir sonst noch irgendwas? Eigentlich nicht. Speichern, dann haben wir jetzt erstmal genügend Strom für alles. Wie sieht's aus mit der Forschung? Wir haben wieder Wissen, perfekt. Können wir das hier noch erforschen? Nationalfeiertag erforschen, erhöht die Effizienz aller Tavernen, verschlechtert den Ruf bei den Religiösen. Verhütung verbieten wurde schon erforscht. Legalisierung erforschen wir. Okay, alles wurde erforscht soweit. Wieder speichern. Ein weiterer Tag. Ja, ja, wir verkaufen eh genug. Also wir sind reich, wir können gar nichts verkehrt machen. Jetzt werden wir erstmal alle runterhauen. Gut, die Umweltschützer sind schon mal unter 35, das ist gut. Eine Fraktion haben wir von 3. Glückliches Fleisch, Steuersenkung. Glocken zu Geschossen, das würde die Religiösen runterhauen. Krieg! Gut. Dann haben wir jetzt 2 Fraktionen, die uns hassen. Eine brauchen wir nur noch. Am besten die Kapitalisten. Das heißt, wir tun was für die Kommunisten. Rot für das Volk würde die Kapitalisten um 10 runterhauen. Reicht das schon? Nee, da hätten wir 35. Von höchstens 35. Das klappt also. Okay, einmal Brot für das Volk. Sind Sie die ganz... ...36. Wie kommt denn jetzt noch einer zustande, verdammt? Okay, ich muss noch irgendwas machen, was die Kapitalisten ärgert. Agrarwirtschaft fördern. Die Farm, nicht nur ein... Sie wären ein guter Sultan gewesen, Präsidente. Ich weiß. Sie wissen ja, Präsidente, dass ich nie etwas Illegales tue. Und ich beschäftige mich mit einigen interessanten Kunden. Aber dieser Kunde mag für jeden etwas zu interessant sein. Ich habe die vorgeschlagene Herausforderung in einem versiegelten Briefumschlag. Ich habe ihn selbst versiegelt, nachdem ich ihn mit Dampf geöffnet hatte. Es scheint, als könnten Sie einige äußerst wertvolle Mondurkunden gewinnen, indem Sie lediglich eine Partie des Feiglingsspiels mit einer bewaffneten Aufstand oder einer Atomapokalypse spielen. Da muss man nicht lange drüber nachdenken. Okay, ich werde die Atombombe entwickeln.
Heißt, wir brauchen ein Atomprogramm. Genügend Strom haben wir dafür. So, Bombe bauen. Kostet 10.000 Dollar und 5.000 Wissen. Wissen haben wir im Moment nicht viel. Auch im Forschungslabor arbeiten nicht viele Leute. Deswegen auch kein Wissen. Wir könnten noch das Raumfahrtprogramm mit hinbauen. So, dann haben wir auch wieder für ausreichend Jobs gesorgt. Okay, wir brauchen sehr viel für Universität und Highschool. Highschool haben wir nur einen, Universität weniger. Machen wir jetzt noch eine Highschool, dass die Leute sich besser bilden. So ist schön. Geht's den Fraktionen, den Religiösen geht's wieder besser. Die Umweltschützer könnten zufriedener sein und die Kapitalisten wollen auch zufriedener sein. Nehmen wir das wieder raus. Gut, geht's auch den Kapitalisten wieder besser. Und für die Umweltschützer hatten wir eigentlich die experimentelle Bodenbehandlung, aber ich kann sie nicht mehr rausnehmen. Ja gut, dann müssen die da jetzt erstmal durch. Einen Hyperloop? Die Kapitalisten sagen ja, die Panikmacher sagen nein. Der Palast sagt streng geheim. Mehr dazu in Kürze. Neue Datenschutzgesetze haben den Datenschutz abgeschafft. Wahre Bürger Tropicos können sich entspannen. Wer nicht schief angesehen wird, muss ein guter Mensch sein. Genau. Nachbarn einschüchtern, Gebildete retten. Schatzjagd machen und weiter geht's. So, Legalisierung wurde abgeschlossen. Jetzt müssen wir nur noch 5000 Punkte schaffen und dann kommen wir an die Bombe ran. Experimentelle Bodenbehandlung ist zu Ende. Brot für das Volk hat Level 2 erreicht. Bestechen. Sieht doch ganz gut aus. Jetzt kommen wir wenigstens wieder in einen annehmbaren Bereich. Jetzt fehlen noch ein paar Leute, die arbeiten. Wir können die auch einfach einstellen. Und Forschungspunkte müssten wir jetzt richtig viele generieren, allein schon wegen dem Raumfahrtprogramm. Dann können wir die Atombombe zünden. Gebäude neu platzieren? Nö. Muskeln spielen lassen. Testen Sie die tropikanische Bombe, um die Zustimmung von allen Bürgern und den Ruf bei den Militaristen und Konservativen um 5 zu erhöhen. Die Beziehungen zu allen Supermächten werden um minus 10 verringert. Was für ein schöner Tag, Präsidente. Das können wir auch nochmal machen. Fantasiebewertung. Was? Vielversprechende Unternehmungen, Errungenschaft freigeschaltet. Ein neues Achievement dafür, dass wir 500 Aufträge über irgendwelche Spionageabteilungen oder sonst was erledigt haben. Überfall abgeschlossen, Schatzjagd. Sehr schön. Fantasiebewertung abschließen. Ja, wie viel Wissen haben wir jetzt? Wir sind bei 2621. Da wir jetzt sowieso nur auf Wissen warten müssen, würde ich an dieser Stelle vorschlagen, wir machen eine Pause, sehen uns im nächsten Part wieder und wenn das Wissen einigermaßen angehäuft ist, geht's ganz normal weiter. Bis gleich!